Hallihallo bei Omivo. Und weiter geht unsere Reise durch Oberfranken. Im dritten Teil streifen wir nochmal den Landkreis Kulmbach. Denn dort soll es sehenswerte, bizarre Felsformationen geben, die wir uns unbedingt anschauen möchten. Doch zuvor machen wir einen Zwischenstopp, um unsere Vorräte aufzufüllen. Und nein, es handelt sich nicht um die zufällig gezeigte Biersorte. Wir senden an dieser Stelle viele Grüße an das Team Stranddeko. Jetzt hier in einem Ortsteil von Wonsees, der heißt Saint-Pareil, aber er wird von den Einheimischen hier wie ausgesprochen? Saint-Pareil. Saint-Pareil. Und wir stehen jetzt hier an dem Parkplatz, Besucherparkplatz von dem Felsengarten. Und werden uns jetzt mal gleich den Felsengarten anschauen. Der wurde 1744 bis 1748 angelegt, so ein englischer Landschaftsgarten. Und ja, mal gucken. Die Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth ließ 1744 den Felsengarten anlegen, in dem auch heute noch Festlichkeiten stattfinden. Wir erleben eine entdeckungsreiche Wanderung mit faszinierenden Felsformationen, die durch den schönen Buchenwald noch betont werden. Der Name des Felsengartens soll übrigens auf den Ausruf eines Gastes, Ce sont pareil, das ist ohnegleichen, zurückgehen. Also ich finde, man ist hier ganz schön unterwegs in dem Garten. Ja, ich finde es aber super, dass man nicht nach 10 Minuten alles weggeguckt hat, sondern man muss ordentlich zu gehen. Du siehst aber an jeder Ecke irgendwas. Du kannst auch als mobilitätseingeschränkter Mensch relativ viel erreichen, zumindest ranfahren, vielleicht auch mal rein. Aber echt schön. Ja, und kurzweilig. Und du denkst irgendwie, wer hätte denn hier diese ganzen Felsen einfach so hingelegt, damit man sich die alle angucken kann? Und dann denkst du wieder, ja. Ist natürlich, ist einfach von der Natur so gemacht worden. Es ist echt irre. Also, ja, an einigen Stellen haben sie schon ein bisschen nachgeholfen. Ja, natürlich haben sie Säulen gemacht, sie haben auch Stufen reingeschlagen teilweise. Also es ist schon manchmal ein bisschen arg künstlich.
Aber es gibt noch so einige Sachen, die sehen richtig toll aus. Und also wir können diesen Felsengarten hier in Saint-Pareil, ohne Gleichen, ist dieser Garten hier. Und schaut euch den mal an, echt cool. So, und jetzt haben wir erstmal uns noch eine Mittagspause verdient. Wir sitzen hier gerade wunderschön an einem Feldrand, beziehungsweise am Waldrand. Waldrand ist auch gut. Am Waldrand von dem Felsengarten hier. Super klasse. Zuerst noch kalt gewesen im Wald und jetzt T-Shirt-Wetter. Keine Tears for Fears-Wetter hier. Und machen jetzt hier erstmal lecker noch eine Pause und werden dann weiterziehen. Wir überlegen jetzt nach Hammelburg zu fahren zu Kallis Panoramablick, Kallis Forellenhof. Das andere war Metzis Panoramablick. Und Metzis Forellenblick und genau, Kallis Panoramablick. Alles durcheinander gewürfelt wieder heute. Und ja, da werden wir noch einen schönen Nachmittag in dieser herrlichen herbstlichen Sonne verbringen. Wir wechseln nun aus der oberfränkischen Region nach Unterfranken. Der schöne Sonnenschein zeigt uns noch einmal, wie beeindruckend schön die fränkische Schweiz ist. Wir werden sicher wiederkommen und noch weitere Spots besuchen. Unser heutiges Ziel liegt an der fränkischen Saale. Nicht weit von Hammelburg entfernt liegt ein Stellplatz, den wir bereits schon seit vielen Jahren regelmäßig besuchen. Jetzt an Kallis Forellenhof endlich wieder mal angekommen, hier in der Nähe von Hammelburg. Da hinten ist ungefähr Hammelburg. Wir stehen hier wieder sehr schön auf diesem terrassierten Platz hier. Claudia hat Geburtstag und genießt noch so die letzten Geburtstagsstunden in dieser herrlichen Sonne. Ein bisschen kühl ist, aber so kennt man das ja an ihrem Geburtstag. Unser Hund tobt hier auch in der Gegend rum. Oh, es gab gerade, siehst du sie toben? Gab gerade schön frischen Tee trinken. Und ja, vielleicht gibt es noch heute einen schönen Znachtmahl. Hallo Rete und Sabine. Ein Znacht. Ein Znacht, ne, Rete und Sabine. Und ja, ansonsten könnte man auch ein paar Tage hier aushalten. Letztes Jahr waren wir im Oktober auch hier, zwangsläufig, einige Tage bzw. auch Nächte. Ein kleines Krankenlager sozusagen, weil ich habe kurzfristig mal einige Tage eine grippalen Infekt gehabt. Nun ja, aber das wird heute nicht passieren. Jetzt genießen wir erstmal noch schön hier die Sonne. So, was hat die liebe Claudi heute zu ihrem Geburtstag gekocht? Geburtstagsreste. Ja, was ist es denn? Ja, das eine ist noch Kartoffel-Möhrenpfanne von vorgestern. Dann haben wir von gestern noch die Nudeln mit der Tomatensauce und heute noch ein paar provenzalische Kartoffeln dazu. Bisschen Gurke, bisschen Olive und hier noch Guacamole. Mmh. Köstlich.
guten Appetit. Oh, vorsichtig. So, und wieder einer. Ein schöner, sonniger Morgen hier bei kühlen Temperaturen. 3 Grad haben wir es heute Nacht auch wieder hier gehabt. Aber es ist echt herrlich hier im Saaletal bei Hammelburg. Der Stellplatz hat sich deutlich gefüllt. Es ist zwar noch nicht Vollbelegung, aber ich würde mal sagen, so 60% ungefähr haben wir schon. Aber insgesamt ist es wirklich hier sehr ruhig und relaxed. Ich glaube, so ziemlich 75% aller Wohnmobilfahrer hier haben einen Hund, so wie wir. Und war aber wirklich ganz schön. Lustig ist, vielleicht das nochmal anzumerken, bei Kalli heißt ja hier Kallis Forellenhof, aber die Forellen gibt es nicht mehr. So noch der Name geblieben. Und der Kalli hat aber wieder seit knapp einem Jahr den Gastronomiebetrieb hier aufgenommen. Hier unten gibt es noch eine kleine Gaststätte und lustigerweise haben wir dann gestern immer die Aufrufnummern gehört zu den einzelnen Gerichten, wenn sie abholbereit waren. Ich denke mal, dass das, wir haben da bisher nie gegessen, aber man kann dort auch eine sehr gute Steinofenpizza genießen. Also das gibt es wohl immer noch. Und von daher, also wenn ihr da gerne mal was essen wollt, scheint ganz gut zu sein, sind sehr viele Leute hingegangen. Und ansonsten, ja, wie gestern schon, haben wir hier einen super Spaziergang gemacht. Hier auf den Hügeln. Und bei dem Wetter ist es natürlich absolut traumhaft. Aber für uns, heute ist Samstag, eigentlich vorletzter Urlaubstag, geht es dann doch jetzt auf die gut 300 Kilometer Rückreise in den Norden. Wir werden aber noch voraussichtlich eine Nacht dann vor den Toren Hannovers nochmal verbringen. Nochmal schön freistehend. Ich habe da noch was rausgesucht, sodass wir also dann morgen relativ früh zu Hause wieder ankommen. Und weil wir genügend zu tun haben am Sonntag mit Packen, Räumen und Dinge erledigen. Und ja, YouTube-Videos müssen ja auch wieder geschnitten werden. Und von daher werden wir wohl den Sonntag größtenteils dann zum Räumen, Ausräumen, sauber machen und so weiter. Für die alltäglichen Dinge des Lebens, die dann wieder auf uns zukommen, machen. Ja, ich gehe jetzt gleich nochmal zum Frühstücken. Claudia ist immer so lieb und bereitet das Frühstück vor, während ich mit Gemma gehe. Und dann machen wir hier noch die Ver- und Entsorgung, die übrigens auch sehr schön gelöst ist. Richtig mit Bodeneinlass, mit so einer Ablaufrinne. Ganz toll. Eine Eigenlösung, aber eben super effizient. Finden wir richtig toll, dass das auch inklusive des Preises ist und nicht immer dieses hier ein Euro und da was einwerfen und so. Also das nervt auch immer teilweise. Da sind vielfach dann so privat betriebene Stellplätze sehr schön, weil sie dann eben doch eher auf günstigere, aber effizientere und einfachere Lösungen eben setzen. Und ja, von daher kann man auch hier sicherlich mal sehr schön vor der Abreise eben VE machen, so wie wir das gleich machen. Das war der Vorspann. So, was gibt es denn im Hause Umivo wieder zu essen? Das Frühstück ist erstmal wieder Gemüsesuppe. Brot ist nicht alle. Hamsti Pamsti haben wir jetzt genug gehabt. Wir haben keinen Bock mehr drauf. Und was essen wir dazu? Das ist eine Hafer-Quinoa-Knecke. Übers Internet bestellt. Und was liegt da drauf? Und du hast ein bisschen Rinderwurst und Käse. Und ich habe Pilze, Süßkartoffel, Gurke, Paprika und Aufstrich. Ist das denn auch alles Bio? Ja, bis auf den Käse. Der ist einfach nur von der Ziege. Das ist das Bio. Na gut, dann lassen wir uns mal das leckere, frische Essen schmecken. Mahlzeit. Mahlzeit. Mit diesen Bildern unserer entspannten Gemma endet der dritte und vorerst letzte Teil unserer Reise durch Bayern. Jetzt gibt es für euch noch die abschließende Dia-Show der letzten Tage und einen herrlichen Outtake zum Schmunzeln. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wir konnten euch einige Tipps für einen Besuch in der fränkischen Region geben.
Als nächstes veröffentlichen wir eine neue Staffel unserer letzten Reise in einer zuvor für uns noch unbekannten Region in Deutschland. Verpasst daher keine weiteren Videos und abonniert gerne unseren Kanal. Danke fürs Zuschauen! Aufnahme stopp. Aufnahme beenden. Aufnahme stoppen. Stopp. Aufnahme stopp. Beenden. Aus. Aufnahme aus. Schluss. Aufnahme Schluss. Nee, macht er nicht.